Hallo Zuschauer, willkommen zu den Nachrichten Spotlight auf der Welt. @Hima3Prasad Roy. Wenn Sie diesen Kanal mögen, dann bitte vergessen Sie nicht, den Subscribe- und Like-Button zu drücken, um die News Spotlight von Asien, Afrika, Amerika, Australien und Europa zu kennen. Zuerst die Schlagzeilen. 7 wurden nach schweren Turbulenzen an Bord des United Airlines Fluges von Tel Aviv nach Newark ins Krankenhaus gebracht. Jetzt im Einzelnen. 7 Menschen wurden nach einem Flug von United Airlines am Freitag ins Krankenhaus gebracht, nachdem der Flug von Tel Aviv nach Newark schwere Turbulenzen erlebt hatte. Es wurde gezwungen, am New York Stewart International Airport aufgrund eines passagiermedizinischen Notfalls zu landen. 7 Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, nachdem ein Flug der United Airlines nach Newark am Freitag schwere Turbulenzen erlebt hatte, sagten Beamte. Der Flug, der von Tel Aviv aus ankommen sollte, war gezwungen, am New York Stewart International Airport SWF zu landen, nachdem die Federal Aviation Administration sagte, dass es sich um einen medizinischen Notfall für Passagiere handelte, berichtete CNN. In einer Erklärung sagte United, dass starke Winde um Newark laut dem Bericht berichtet wurden. Und das ist das Ende. Im Rampenlicht der Nachrichten. Danke für das Zuschauen. @Hima3Prasad Roy.